Guten Morgen zusammen. Heute befinden wir uns auf der Zielgeraden in unserer Webinarreihe rund um das Thema Produktsicherheit. Nachdem wir in den letzten Webinaren mit dem TÜV Süd gelernt haben, wie man präventiv tätig sein sollte, damit erst gar keine unsicheren Verbraucherprodukte in den Verkehr gebracht werden, reden wir heute über die Konsequenzen, die drohen, wenn es doch einmal dazu kommt. Ich freue mich sehr, dass wir heute von der Expertise von den Rechtsanwaltskollegen der Kanzlei Graf in Westfalen profitieren können. Wolf Müller und Dr. Johanna Röper führen Sie heute anhand realer Fallbeispiele durch das Webinar. Und wenn Sie Fragen haben, dann stellen Sie diese heute am besten sofort und direkt in den Q&A-Chat, damit wir sie direkt anhand der Konstellation besprechen können. Wie gehabt, wenn Sie die Folien im Nachgang haben wollen, dann schreiben Sie bitte den beiden Kollegen von Graf in Westfalen. Die Aufzeichnungen können Sie ansonsten sehr gerne erhalten, indem Sie meiner Kollegin Sandra Fiedler über events@bevh.org schreiben. So, und jetzt übergebe ich direkt das Wort an Wolf Müller und Dr. Johanna Röper. The floor is yours und vielen Dank, dass Sie heute dabei sind. Ja, vielen Dank, Frau Behling. Guten Morgen noch einmal von unserer Seite aus. Mein Name ist, wie gesagt, Wolf Müller. Ich bin Partner bei der Kanzlei Graf von Westfalen. Frau Dr. Röper ist bei uns im Team mit dabei, bei dem Team der Produkthaftung und Produktsicherheit. Wir sitzen beide am Hamburger Standort unserer Sozietät und sind, so kann man es, glaube ich, ganz simpel sagen, Experten für derartige Themen, die mit gefährlichen Produkten zu tun haben, insbesondere mit Verbraucherprodukten. Egal, wo sie auf dem Markt gespült und auch bereitgestellt werden, Produkte, insbesondere Verbraucherprodukte, sind im Handling in rechtlicher Hinsicht vielerlei diffizil. Und das wollen wir uns heute einmal gemeinsam anschauen. Wir werden uns dazu heute eine gemeinsame Fallstudie näher begutachten. Diese Fallstudie ist nicht fiktiv, der legt wiederum ein realer Fall zugrunde. Wir haben so ein bisschen versucht, die handelnden Personen unkenntlich zu machen, dieser Gesellschaft, die Sie gleich kennenlernen werden. Diese German Kitchen GmbH ist eine fiktive GmbH. Nur einmal zur Klarstellung, aber all das, was dahinter steht und insbesondere die rechtlichen Probleme, die mit diesem gefährlichen Verbraucherprodukt im Zusammenhang stehen, die sind real. Ja, und ähnlich wie bei einem guten Hollywood-Film ist doch auch eine Fallstudie viel einvernehmender, wenn tatsächlich eine reale Geschichte dahinter steckt. Wir werden uns heute, das möchte ich auch noch einmal ganz kurz voranstellen und vor die Klammer ziehen, auf die wesentlichen Aspekte beschäftigen und konzentrieren. Es wird nicht möglich sein, innerhalb eines solchen Webinars komplett den Fall durchzulösen und am besten noch mit einem Urteil zugunsten der Mandantin abzuhandeln, sondern wir werden uns auf bestimmte Themen fokussieren. Unser Ziel ist es heute, Ihnen ein gewisses Problembewusstsein zu verschaffen, ja, mit Blick auf Verbraucherprodukte. Und da werden Sie sehen, dass es verschiedene Säulen gibt, die von besonderer Relevanz sind. Sie sollen zukünftig, wenn Sie mit derartigen Produkten handeln, vielleicht sogar getriggert werden und sagen, ah, da war doch mal was. Achtung, Vorsicht. Und das ist unser Ziel. Das möchten wir heute gerne mit Ihnen gemeinsam erreichen. Insofern, und da schließe ich mich nochmal an, wenn Sie Fragen haben, bitte grätschen Sie tatsächlich rein. Wir halten das für weitaus klüger, wenn Sie an der entsprechenden Stelle den Ball aufnehmen und reinspielen, gerne in den Chat, damit wir sehr pointiert darauf antworten können. Wenn es unpassend sein sollte, schließen Sie die Frage gerne am Ende an. Insofern, lange Vorrede, wir starten direkt in die Fallstudie rein. Johanna, ich würde dich bitten, den Ball zu übernehmen und uns einmal in den Sachverhalt einzuführen. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich nehme Sie einmal jetzt direkt mit in unseren Sachverhalt, den wir uns heute angucken möchten. Es geht um die fiktive German Kitchen GmbH, die allerdings einen sehr realen, nicht so erfreulichen Fall an uns herangetragen hat. Was ist passiert? Die in Deutschland ansässige German Kitchen GmbH importiert seit Juli 2021 elektronische Küchengeräte aus China. Dazu zählen insbesondere Stabmixer. Bei diesen Küchengeräten handelt es sich um sogenannte White Label Produkte, so dass die German Kitchen GmbH ihr eigenes Markenzeichen auf diesen Produkten anbringt, die Produkte also labelt und dann in ihrem Online-Shop und über Amazon dem Verbraucher direkt verkauft. Schon im Jahr 2021, aber auch im Jahr 2022 hat es dann immer wieder Kundenbeschwerden über die Stabmixer gegeben. Es wurde an die Mandantin, also die German Kitchen GmbH, herangetragen, dass es zu einer Rauchentwicklung bei den Produkten gekommen ist während der Nutzung und diese teilweise dann auch gar nicht mehr funktionsfähig waren.
Die Beschwerden haben sich insgesamt auf etwa 10% der verkauften Stabmixer bezogen. Aus Kostengründen ist die German Kitchen GmbH der Ursache dieser Problematik nie nachgegangen, sondern man hat sich damit beholfen, dass man einfach die betroffenen Geräte ausgetauscht hat und den Kunden kostenlos Ersatzgeräte zur Verfügung gestellt haben. Im Mai 2023, also Ende des Monats, 31. Mai, ist dann quasi der Worst Case eingetreten. Die German Kitchen GmbH hat Post von der zuständigen Marktüberwachungsbehörde bekommen. Und in diesem Schreiben wurde ihr mitgeteilt, dass es einen Fall gegeben haben soll, in dem dieser Stabmixer des konkreten Nutzers wieder mal Rauch entwickelt hat, das Ding aber dann tatsächlich explodiert ist und den Nutzer schwer verletzt hat. Also er hat Verbrennungen erlitten und einen Finger verloren. Und die Marktüberwachungsbehörde möchte von der German Kitchen GmbH zu diesem Vorfall jetzt eine Stellungnahme. Außerdem wird schon ein Produktrückruf angekündigt. Das ist sozusagen der Fall und der Geschäftsführer hat sich jetzt an uns gewendet und gefragt, mit was für Konsequenzen muss ich eigentlich rechtlich jetzt hier rechnen? Für mich persönlich, aber eben auch für das Unternehmen. Was kommt auf mich zu? Welche Ansprüche können jetzt gegen das Unternehmen und mich persönlich als Geschäftsführer geltend gemacht werden? So, und wenn wir uns als Juristen so einen Fall anschauen, die erste Frage, die wir uns immer stellen, gibt es für die zivilrechtliche Haftung insbesondere eine vertragliche Grundlage? Ja, also bestehen zwischen der German Kitchen GmbH und hier dem verletzten Nutzer, besteht da ein Vertrag, aus dem man Ansprüche primär ableiten könnte. Also vertragliche Ansprüche prüfen wir immer zuerst. Und weil wir hier im Kaufrecht sind, beschäftigen wir uns als erstes mit der Sachmängelhaftung. Also es ist eine vertragliche Haftung aus dem Kaufvertrag. Genau, und da gibt es verschiedene Ansprüche, die man geltend machen kann oder die der verletzte Nutzer hier geltend machen könnte. Primär hat der Käufer immer erstmal einen Anspruch auf Nacherfüllung. Das werden Sie wahrscheinlich wissen. Er kann entweder die Nachbesserung, also die Reparatur der Kaufsache hier des Stabmixers verlangen oder er kann neues Gerät verlangen. In dem hier konkreten Fall ist es ja so, dass das Gerät explodiert ist. Insofern ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass man da noch was reparieren kann. Wir hätten dann eben eine Nachlieferung. Und für diese Nachlieferung wären dann auch etwaige erforderliche Aufwendungen, wie zum Beispiel Transportkosten, also Versandkosten. Das wäre alles eben von der German Kitchen GmbH zu tragen. Wenn die Nacherfüllung nicht stattfindet, also wenn es keine Reparatur oder Nachlieferung gibt, dann besteht grundsätzlich die Möglichkeit, entweder vom Kaufvertrag zurückzutreten, den Kaufpreis zu mindern oder Schadensersatz zu verlangen. Voraussetzung dafür ist immer, dass vorher eine angemessene Frist zur Nacherfüllung erfolglos verstrichen ist. Früher war das so, dass der Käufer diese Frist zur Nacherfüllung aktiv setzen musste und erst wenn diese Frist abgelaufen war, konnte er sich sozusagen auf die Sekundäransprüche, also Rücktritt, Minderung, Schadensersatz statt der Leistung berufen und diese geltend machen. Das ist seit 2022 jedenfalls im Verbraucherrecht anders. Da ist es so, dass der Verbraucher den Verkäufer nur noch darüber informieren muss, dass die Sache mangelhaft ist und dann muss der Verkäufer von sich aus innerhalb einer angemessenen Frist nacherfüllen. Die Frist muss also nicht mehr aktiv gesetzt werden. Das ist vielleicht für Sie ganz wichtig zu wissen. Das ist eine der wesentlichen Änderungen im Verbraucherkaufrecht, die es 2022 gegeben hat. Beim Schadensersatz ist es so, es gibt unterschiedliche Schadensersatzansprüche. Einmal den Schadensersatz statt der Leistung. Das ist sozusagen der Anspruch, der an die Stelle der Nacherfüllung tritt, wenn diese eben nicht vorgenommen wird. Ja, also wenn ich sozusagen an der Primärleistung, an dem Stabmixer kein Interesse mehr habe, dann kann ich auch einen Schadensersatz statt dieser Leistung eben verlangen. Es gibt dann aber auch noch einen oder Schadensersatzansprüche neben der Leistung. Hier ist es ja so, dass der Geschädigte, also der Nutzer oder Käufer dieses Stabmixers, der hat ja auch eine Körperverletzung erlitten, ja, der hat einen Finger verloren und Verbrennungen an der Hand. Ja, da schaffen Sie keine Abhilfe, wenn Sie dem neues Gerät zur Verfügung stellen, sondern der wird zum Beispiel auch Heilbehandlungskosten und so weiter haben und das wäre eben so ein Schadensersatz neben der Leistung. Dann kann man auch Aufwendungen ersetzt verlangen. Das ist jetzt in unserem konkreten Fall sind die bisher nicht geltend gemacht worden. Da müsste ich jetzt
frei erfinden, was man da geltend machen kann. Also meinetwegen hat er Zubehör für diesen Stabmixer gekauft, also sozusagen in das Gerät noch investiert, Aufwendung auf dieses Gerät getätigt und da die könnte er dann möglicherweise über diesen Aufwendungsersatzanspruch geltend machen. Das sind so im Groben die vertraglichen Ansprüche. Ich weiß nicht, ob es dazu Fragen gibt. Ansonsten könnten wir mit den gesetzlichen Ansprüchen weitermachen. Ich würde vorschlagen, dass wir kurz zuwarten, einmal ganz kurz den Chat beobachten und dann auf den nächsten Slide springen. Vielleicht noch einmal ganz kurz zur Akzentuierung und als kleines Zwischenresümee. Wir haben also auf Grundlage des Falls uns eine erste Säule angeguckt, mit denen man als Verkäufer und Händler, nämlich hier die German Kitchen GmbH, konfrontiert ist, nämlich die Sachmenge Gewährleistung. Das ist das Daily Doing, wahrscheinlich auch von Ihnen allen. Hier nochmal als Übersicht dazu, welche potenziellen Ansprüche der Kunde, der hier der Geschädigte ist, gegenüber der German Kitchen GmbH aus Gewährleistungsrecht formulieren kann. Denn das war ja auch eine Frage des Geschäftsführers, nämlich sehr breit gefasst, welche Ansprüche drohen mir persönlich und meiner GmbH. Gut, es scheint nicht so zu sein, dass es zu diesem Aspekt Zwischenfragen gibt. Insofern, Johanna, würde ich dich bitten, ein Slide weiterzugehen. Wir kommen so dann zur zweiten Säule, mit der wir uns beschäftigen müssen. Und zwar, es geht dabei um die Schäden, die der Verbraucher, der Produktnutzer aufgrund der Gefährlichkeit des Produktes erlitten hat. Das sind letztlich insbesondere hier Körperschäden, Gesundheitsverletzungen und vergleichbare Rechte, die beeinträchtigt worden sind. Im deutschen Recht spielen wir das insbesondere über verschiedene Anspruchsgrundlagen, so nennt man das. Das ist einmal der berühmte Paragraph 823 Absatz 1 BGB. Ja, wenn Sie da hinter der 823 Abs 1 BGB lesen, dann ist es das bürgerliche Gesetzbuch und dort ist geregelt, was eigentlich passiert, wenn eine Individualperson, seien Sie es, sei ich es, sei du es, Johanna, in der Körperlichkeit verletzt wird, dann hat man nämlich die Möglichkeit von demjenigen, der das zu verantworten hat, einen Regress zu verlangen, einen Schadensersatz. Ja, und die Voraussetzungen dafür, die haben wir kurz einmal bulletpointartig aufgelistet. Man muss vorsätzlich oder fahrlässig, Fahrlässigkeit reicht, wohlgemerkt, ein geschütztes Recht oder Rechtsgut, das ist Körper, Leben, Gesundheit, Freiheit, widerrechtlich verletzen. Und in diesem konkreten Fall ist es so, dass der Kunde, ja, der Produktnutzer aufgrund eines sehr wahrscheinlich fehlerhaften Produktes in seiner Gesundheit verletzt wurde und die German Kitchen GmbH in Person des Geschäftsführers es auch nicht für nötig gehalten hat, obwohl sie wusste, dass es hier bei 10% der Produkte Probleme gibt, dem Ganzen mal nachzugehen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt dieses Falles und auch ein Anknüpfungspunkt für nämlich eine Verletzung einer Verkehrssicherungspflicht. Denn Hersteller und auch Quasi-Hersteller sind solche wie hier die German Kitchen GmbH, die haben zwar nicht tatsächlich das Produkt zusammengeschraubt und hergestellt, sondern sie haben es gelabelt. Das heißt, regelmäßig sind diejenigen, die White-Label-Produkte einkaufen und ihr eigenes Markenzeichen oder Unternehmenszeichen oder sonstiges unterscheidungsfähiges Kennzeichen auf dem Produkt anbringen, äußern oder machen dem Rechtsverkehr deutlich, hör mal zu, das ist mein Produkt und deshalb nennt man die auch Quasi-Hersteller. Ja, die sind quasi wie der Hersteller und haben dann auch nach dem deutschen Recht, und das ist hier allein maßgeblich, der Sachverhalt spielt in Deutschland, dort einzustehen wie ein Hersteller. Und ein Warenhersteller hat regelmäßig 4 Kardinalspflichten, so würden wir es mal bezeichnen. Nämlich erstens die Pflicht zur ordnungsgemäßen Konstruktion. Das bedeutet, ist das Produkt seiner Idee nach eigentlich schon gut durchdacht und sicher. Ja, da ist immer der neueste Stand von Wissenschaft und Technik maßgeblich. Dann gibt es eine zweite Pflicht, nämlich die sogenannte Pflicht zur ordnungsgemäßen Fabrikation. Ist das Produkt auch richtig zusammengebaut, richtig zusammengeschraubt? Also der Handling-Prozess, der Produktionsprozess ist der in Ordnung. Und dann gibt es eine dritte Pflicht im Rahmen des Herstellungsprozesses, nämlich die sogenannte Pflicht zur ordnungsgemäßen Instruktion. Wird also der Produktnutzer ordnungsgemäß in die Nutzung des Produktes instruiert? Weiß er also, wie er dieses Produkt gefahrlos nutzen kann? Beispiele sind klassischerweise Bedienungsanleitungen oder wenn Sie gefährliche Produkte haben, wie eine Kreissäge oder auch bei PKWs sehen Sie das ja beim
beim Beifahrersitz der Abblendspiegel, da ist immer der Hinweis auf die wie man den Airbag zu nutzen hat mit Blick auf Maxikosis oder Kinder, die man mitführt. Das sind auch Instruktionen. Also diese drei Pflichten, Konstruktion, Fabrikation, Instruktion, treffen den Hersteller vor Inverkehrbringung des Produktes. Ist das Produkt auf dem Markt bereitgestellt und insofern in den Verkehr gebracht, schließt sich daran eine Produktbeobachtungspflicht an. Ja, Sie haben also als Hersteller oder auch als Quasi-Hersteller sogar auch, das kann ich an dieser Stelle schon sagen, als Importeur in den EWR, ja, wenn Sie selber im EWR ansässig sind, der eigentliche Hersteller aber außerhalb des EWR sitzt und Sie importieren die Ware in den EWR und stellen sie dort bereit, dann sind Sie auch subsidiär, also ich sag mal nachrangig, auch als Importeur möglicherweise in der Haftung drin. Und da sind Sie verpflichtet zu beobachten, wie verhält sich eigentlich das Produkt auf dem Markt? Habe ich Kenntnisse davon, dass es möglicherweise gefährlich sein könnte? Claim Management, ja, Kundenbeschwerden, Fachpublikationen, Presse und dergleichen, das müssen Sie beobachten, das müssen Sie im Blick behalten, um daraus möglicherweise eine Reaktionspflicht abzuleiten. Und hier wissen wir, jetzt springen wir einmal zurück zu dem Fall, ja, der Geschäftsführer der German Kitchen GmbH, der weiß davon, dass 10% der Produkte rauchen, stinken und kaputt gehen, geht dem Ganzen aber nicht nach, und zwar nur aus Kostengründen. Da ist unseres Erachtens ein Anknüpfungspunkt dafür da, dass der Geschäftsführer oder die German Kitchen GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer, möglicherweise ihre Produktbeobachtungspflichten nicht ordnungsgemäß erfüllt hat. Denn es dürfte eine vertretbare Position der zuständigen Marktüberwachungsbehörde sein, zu sagen, hättest du mal was getan, wärst du dem mal nachgegangen, wärst du zu diesem Schadensereignis möglicherweise nicht gekommen. Ja, das also als Anknüpfungspunkt dafür, die potenzielle Haftung, so nenne ich sie mal, aus einem Tatbestand, der im bürgerlichen Gesetzbuch steht, nämlich wenn ich eine Verkehrssicherungspflicht verletze, hier ganz konkret German Kitchen GmbH, möglicherweise die Verletzung der Produktbeobachtungspflicht. Und auch die German Kitchen GmbH ist Adressatin dieser Haftungsnorm, denn sie ist wohl jedenfalls Quasi-Herstellerin beziehungsweise auch Importeurin. Und da unten auf dem Slide sehen Sie noch weitere potenzielle deliktische. Deliktisch bedeutet immer so unerlaubte Handlung, Tatbestände. Das nur der Vollständigkeit halber. Da könnte man beispielsweise auch noch argumentieren, wenn es jetzt, ich sag mal, betrügerischen Kontext hätte, weil man wusste, man kauft schlechte Produkte ein und veräußert sie dann. Dafür gibt der Sachverhalt keinen Anlass, aber nur einmal zur Erläuterung. Dann könnte man beispielsweise 823 Absatz 2 in Verbindung mit Paragraph 263 StGB, das ist nämlich der Straftatbestand für einen Betrug, als potenzielle Anspruchsgrundlage herbeiziehen. Sittenwidrige Schädigung, Haftung für Verrichtungsgehilfen, nur der Vollständigkeit halber da. Also, kurzes Zwischenresümee wiederum. Ich sehe, zwischenzeitlich sind auch Fragen im Chat gelandet, die wir uns gleich angucken. Erste Säule Gewährleistungsrecht, zweite Säule Haftung aus unerlaubter Handlung. Gleich sehen wir noch einen weiteren potenziellen Haftungstatbestand dafür. Erste Frage ist, ich spreche sie laut, Johanna, damit du im Zweifel auch dazu was sagen kann. Ist es von der Rechtsform abhängig oder kann ich immer auch persönlich haftbar gemacht werden? Es kommt so ein bisschen darauf an, wie Sie Ihr Business aufgebaut haben, wenn Sie jetzt beispielsweise als Einzelunternehmer, Einzelunternehmerin, Privatperson am Rechtsverkehr teilnehmen und Produkte, White-Label-Produkte aus China in den EWR einführen, dann ist es natürlich so, dass Sie auch persönlich haftbar gemacht werden können. Wenn es so ist wie hier in unserem Fall, dass wir eine GmbH haben, dann wäre es zunächst einmal, das gucken wir uns aber auch nochmal an, die GmbH, die für kaufrechtliche Ansprüche einzustehen hat, denn sie ist ja die Vertragspartnerin. Ja, das muss man sich immer vor Augen führen. Ja, um das kurz zu sprechen und sehr pointiert, die Rechtsform, wie das Unternehmen organisiert ist, hat auch einen entscheidenden Einfluss darauf, ob man persönlich haftbar gemacht werden kann oder ob da möglicherweise eine juristische Person, eine Gesellschaft ist, die die ganze Sache abfedert. Weitere Fragen? Bei in Europa hergestellten White-Label-Produkten würde eine Markierung im Sinne hergestellt von Fabrik GmbH für Quasi-Hersteller GmbH die Haftung vollständig bzw. teilweise auf die Fabrik GmbH beschränken. Also Johanna, vielleicht nochmal für dich, du kannst es gerade nicht lesen. Also hergestellt von Unternehmen X für Quasi-Hersteller Y. Das ist eine interessante. Beide aber im EWR ansässig, ne? So ist auch mein Verständnis der Fragestellung. Also der EWR
ist deshalb so von Interesse, denn wenn Sie ein Produkt, wenn Sie selbst im EWR sitzen und ein Produkt innerhalb des EWR erwerben, dann haben Sie zumindest keinen Import. Ja, das würde schon mal diese Möglichkeit einer Haftung ausschließen. Dann würden wir uns des Weiteren fragen, ob Sie jedenfalls noch Hersteller oder Quasi-Hersteller sind. Hersteller, tatsächliche Hersteller scheinen Sie nicht zu sein, weil ja offenbar die andere Unternehmung hergestellt hat. Es wäre ein interessanter Aspekt, es würde dann meines Erachtens noch auf die sonstige Darbietung des Produktes ankommen, wie das Produkt beworben wird, wie es verpackt ist, wie es auch gelabelt ist. So ein Hinweis können Sie natürlich nicht irgendwo verstecken. Es muss und jetzt immer diejenigen im Blick behalten, die geschützt werden sollen, nämlich die Produktnutzer. Und das sind nicht nur die Käufer. Ich kann ein Produkt erwerben. Johanna, du kannst es nutzen und kannst diesen Hinweis nie gesehen haben möglicherweise und willst trotzdem bei einem Schaden jemanden in Anspruch nehmen. Ja, Verpackungen können auch weg sein. Sie müssen sich immer die Frage stellen, ist es für den Rechtsverkehr, für die Produktnutzer erkennbar, dass sie nicht Hersteller sein wollen, ja, dass sie nur Händler sein wollen, denn nur der Händler, der ausschließliche Händler, ist kein Hersteller. Und da müsste man mal gucken, ob es hier ausschließlich eine Handelstätigkeit ist oder ob man möglicherweise auch im Ansatz dem Rechtsverkehr deutlich machen möchte, dass man Hersteller sei. Wir hatten mal ähnliche Fallgestaltungen. Da haben wir das so ein bisschen anders gelabelt, insoweit, als wir gesagt haben, powered by oder developed by, wie auch immer. Da kann man so ein bisschen tunen. Der Ansatz ist schon nicht verkehrt, der ist smart, aber ich glaube, dass die Formulierung noch nicht das Ende der Schöpfung ist. Nächster Slide, bitte. So, jetzt haben wir uns gerade den Tatbestand der unerlaubten Handlung angeguckt, 823 Absatz 1 BGB. Dann gibt es aber noch ein schärferes Schwert im deutschen Gesetz, der europarechtlich geprägt ist, nämlich das ist das Produkthaftungsgesetz. Ja? Es gibt also gesondert ein Gesetz, das Produktnutzer vor gefährlichen Produkten schützen soll. Und das ist insofern besonders, als das Produkthaftungsgesetz, anders als zuvor 823 Absatz 1 BGB, die Haftung von keinem Verschulden abhängig macht. Es muss also nicht vorwerfbar sein, dem jeweiligen Verkehrsteilnehmer, der jeweiligen Business Unit, sondern es genügt alleine, dass ein gefährliches Produkt vorliegt, also ein Produkt, das einen Fehler aufweist und das zu einem Schaden geführt hat. Das genügt für eine Haftung. Das muss man wirklich auch einmal sacken lassen. Das genügt alleine, um in die Haftung zu geraten. Und auch hier ist der Kreis derer, die in Betracht zu ziehen sind, ähnlich wie bei 823 Absatz 1 BGB. Das bedeutet zum einen der originäre Hersteller, der das Produkt herstellt, oder aber auch hier, wie in unserem Fall, die Kitchen GmbH, die German Kitchen GmbH als Quasi-Herstellerin, als EWR-Importeurin. Ja, und dann kann sogar auch mal der Lieferant in Betracht zu ziehen sein. Also ganz wichtig, und das muss man sich auch wirklich immer vor Augen führen, selbst wenn es kurze Abwandlung und es fällt, selbst wenn die German Kitchen GmbH den Stabmixer nicht gelabelt hätte, sondern ausschließlich nur importiert hätte, auch dann käme eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz grundsätzlich in Betracht, weil der Importeur, da gibt es so eine rechtliche Regelung, letztlich dem Hersteller gleichgestellt wird. Die Logik ist folgende. Der Kunde, der hier seinen Finger verliert, soll nicht sich an irgendeinen Hersteller wenden müssen, der in China sitzt, wo man ohnehin zero Möglichkeiten hat, erfolgreich Ansprüche geltend zu machen, sondern die Logik des Gesetzes zielt darauf ab, ich will jemanden hier haben, der in Europa sitzt, also im EWR sitzt, wo ich eine aus Kundensicht relativ hohe Wahrscheinlichkeit habe, dass ich auch Ansprüche geltend machen kann. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Ja? Und deshalb, kurzer Exkurs, überlegen auch einige Mandantinnen, ob sie überhaupt direkt aus China importieren oder ob sie einen im EWR ansässigen Zwischenhändler zwischenschalten. Ich weiß, das geht auf Kosten der Marge. Allerdings hole ich mir dadurch eine rechtliche Absicherung ein, weil ich nicht mehr Importeur bin. Ja, und weil ich auch nicht mehr Hersteller bin möglicherweise und so weiter. Das kann man, da gibt es verschiedene Modelle. Also dieses Lieferkettenmodell ist ganz, ganz wichtig, auch mit Blick auf die Frage, hafte ich eigentlich und wenn ja, wie? Genau, und ansonsten ist das Produkthaftungsgesetz auch für Kunden noch weiterhin sehr vorteilhaft, weil es sehr günstige Beweislastregeln enthält. Das heißt, der Kunde muss wirklich nur drei Dinge beweisen, Produktfehler, ein Schaden und einen kausalen Zusammenhang zwischen diesen beiden Dingen. Und an dieser Stelle auch schon
zu sagen, Sie können eine Haftung aus dem Produkthaftungsgesetz nicht abgelten, ja, durch vertragliche Regelungen. Das ist nicht möglich. Da steht in 14 Produkthaftungsgesetz so die Indisponibilität der Haftung aus dem Produkthaftungsgesetz. Gibt es an dieser Stelle Fragen zu dem scharfen Schwert? Ich sehe hier eine Frage, die lese ich einmal vor. Wenn der Kunde eine Bedienungsanleitung beim Kauf eines Produktes, beispielsweise PSA, haben wir auch sehr viel gemacht, ja, und auch Covid-Tests, ablehnt, kann er beim Fall eines Schadens sagen, dass er die BDA nie erhalten hat, beziehungsweise kann der Kunde die Bedienungsanleitung ablehnen, obwohl wir als Hersteller verpflichtet sind, diese beizulegen. Ich nehme an, Sie haben eine ähnliche Fallkonstellation, versuche mir das nur gerade praktisch vorzustellen. In Realu ist eine solche Situation uns noch nie vorgekommen. Wenn Sie jetzt also PSA vertreiben, dann gibt es diverse Vorschriften, unter anderem die Verordnung 2016-425, die unter anderem sagt, dass ohnehin, wenn Sie PSA auf dem Markt bereitstellen, dort Bedienungsanleitungen dabei sein müssen. Da gibt es auch aus dem Produktsicherheitsgesetz. Insofern würde ich es einfach machen, egal ob der Kunde das will oder nicht. Also insofern regelrecht aufdrängen. Ja? Und wenn Sie es nur per Mail noch zusätzlich übersenden, allerdings würde ich mich nicht jetzt rein vorsorglich nicht in die Gefahr bringen wollen, keine Bedienungsanleitung zur Verfügung gestellt zu haben, zumal man dann auch im jeweiligen Fall konkret gucken muss, ist die Bedienungsanleitung nicht ohnehin auf der Verpackung? Ja, ist es ohnehin nicht untrennbar mit dem konkreten Produkt verbunden? Das wäre etwas, was zu prüfen wäre. Jetzt aus der Hüfte geschossen wäre unsere Empfehlung, die Bedienungsanleitung eher aufzudrängen. Und da gibt es in der Regel immer ganz gute Wege dazu. Also jemanden mehr oder minder zu seinem Glück auch zu zwingen. Ja, weil tatsächlich, Sie deuten es an in Ihrer Frage, diese Beweislastthematik ist schon ein Schwert. Da müssen Sie das schon sehr konkret und sehr genau dokumentieren. Ich weiß nicht, ob der Verwaltungsaufwand in einem Verhältnis steht zu dem zur Wichtigkeit des Kunden. Das müsste man dann auch im Einzelfall berücksichtigen. Das sind juristische Erwägungen. Wenn es ökonomische Erwägungen gibt, die dem entgegenstehen, das müssten Sie dann als Unternehmerin bitte beurteilen. Sonst keine weiteren Fragen? Ich sehe aktuell keine weiteren Fragen. Das ist auch noch mein Part, nicht wahr? Ja. Genau. Produktsicherheitsrecht. So, wir haben uns jetzt angeguckt. Säule 1, Gewährleistungsrecht, ja, Nacherfüllung, Rücktritt, potenziell Minderung und so weiter. Dann haben wir uns in Säule 2, da fasse ich das beides mal zusammen, die unerlaubte Handlung und das Produkthaftungsgesetz angeguckt, also Zahlen. Ja. Das Produkthaftungsgesetz ist auch der Höhe nach gedeckelt, aber trotzdem sind das horrende Summen. Und dann gibt es eine dritte Säule, nämlich, was macht eigentlich die Behörde? Ja, wir sind ja, viele stöhnen immer, dass wir in Deutschland durchadministriert seien. Unsere Wahrnehmung ist mit Blick auf Marktüberwachungsbehörden, dass wir eher unteradministriert sind, weil die Marktüberwachungsbehörden regelmäßig eigentlich immer nur auf Zuruf tätig werden und seltenst proaktiv, was eigentlich immer ganz, ganz schön wäre, wenn ich mir das ein oder andere Produkt mal so angucke. Also auf Grundlage des Produktsicherheitsgesetzes, das bedeutet ProtSG und das MÜG, das ist das Marktüberwachungsgesetz, können die jeweils zuständigen Marktüberwachungsbehörden, das sind häufig Bezirksregierungen, Bezirksämter, Regierungspräsidien, aber auch so bekannte Marktüberwachungsbehörden wie das Kraftfahrtbundesamt, tätig werden, wenn sie Annahme haben, zu glauben oder positive Kenntnis davon haben, dass ein auf dem Markt bereitgestelltes Produkt gefährlich ist oder gefährlich sein kann. Ja, und hier in diesem Falle, die German Kitchen GmbH hat offensichtlich ein Produkt auf dem Markt bereitgestellt, das gefährlich ist. Und nicht umsonst hat auch die Behörde dort angedeutet, nachdem sie zur Stellungnahme aufgefordert hat, wir spielen konkret mit dem Gedanken, dass das Produkt zurückgerufen wird. Ja, und da ist es so, dass die Behörden einen unheimlich weiten Ermessensspielraum haben hinsichtlich ihrer Maßnahmen. Da gibt es diverse Anknüpfungspunkte im Gesetz. Ja, aber am Ende des Tages läuft es häufig darauf hinaus, die Behörde kann die erforderlichen Maßnahmen ergreifen. Ja, und was die erforderliche Maßnahme ist, entscheidet dann doch häufig der deutsche Beamte, der für diesen Fall zuständig ist, der Sachbearbeiter, Kraft eigener Kompetenz und sagt, während der eine noch sagt, ach, völlig okay, reicht mir, gib mir meine Stellungnahme, sagt der andere, nee, hier gibt es einen Rückruf.
keine Diskussion, total gefährlich, alles zurück, ist mir egal, wie teuer das ist. Ja, es kann manchmal sehr, sehr gefährlich sein, auch für ein kleines Unternehmen, wenn derartige Maßnahmen kommen. Denn, wir springen zurück zur ersten Säule, wenn Sie überall in der Gewährleistung drinstecken, dann müssen Sie auch alles bezahlen. Ja? Insofern nicht gerade einfach. Genau, bei den Marktüberwachungsmaßnahmen sind die Behörden, wie gesagt, frei. Ultima Ratio, also letzte Möglichkeit, ist immer der Rückruf. Häufig gibt es was dazwischen, da wird gesagt, okay, die Produkte, die auf dem Markt sind, die stellst du bitte oder die setzt du bitte instand, sodass sie sicher sind und alles, was Neues, da änderst du bitte die Produktion. Es kann aber auch sein, dass die Behörde sagt, alles, was auf dem Markt ist, holst du zurück und das andere, das darfst du auch nicht mehr auf dem Markt bereitstellen. Gibt es diverse Dinge, die dort möglich sind. Wichtig wird es immer sein, den Produktnutzer zu warnen über die Gefährlichkeit des Produktes, denn dafür sind Sie verantwortlich oder hier in diesem Falle die German Kitchen GmbH als Quasi-Herstellerin. Ja, als diejenige Unternehmung, die das Produkt auf den Markt bereitgestellt hat, ist sie Adressatin dieser behördlichen Maßnahme. Sie hat dafür Sorge zu tragen, dass die Produkte, die auf dem Markt sind, sicher bleiben und sicher sind, Stichwort Produktbeobachtung, und muss notfalls auch Maßnahmen ergreifen. Ja, Stichwort Traceability. Sie müssen auch nachvollziehen können, die German Kitchen GmbH, an wen haben Sie welches Produkt verkauft? Und das müssen Sie dann auch zurückrufen können. Ja, also Gefahrbeseitigung. Darum geht es hier. Bei diesem behördlichen Aktending geht es immer darum, die gefährliche Situation, die von einem Produkt ausgeht, zu beseitigen. Schutz des Verbrauchers, Schutz des Produktnutzers. Und da ist das, die Klaviatur der Möglichkeiten einer Behörde unheimlich weit. Ja, da ist es sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl auch in der Kommunikation mit den Behörden erforderlich. Denn ein deutscher Beamter tickt ein wenig anders als ein deutscher Unternehmer. Ja, das muss man sich leider immer wieder vor Augen führen. Genau. Und wenn man nicht so richtig mitmacht, dann kann das auch immer schmerzhaft werden, auch finanziell. Da gibt es diverse Möglichkeiten, Bußgelder zu verhängen, die dann auch mal schmerzhaft sein können, um es so mal zu formulieren. Das war dasjenige zur Produktsicherheit, Produktsicherheitsgesetz, Marktüberwachungsgesetz, die Möglichkeiten der Behörden bei gefährlichen Produkten, die unangenehm werden können. Glauben Sie es mir, wenn Sie noch nicht solchen Maßnahmen ausgesetzt waren, dann könnte es vielleicht potenziell mal zukünftig so sein. Ja, ob es nun bei PSA ist, also persönlicher Schutzausrüstung oder sonstigen Verbraucherprodukten, ist unangenehm. Dazu hätte ich sogar mal eine Frage tatsächlich. Na, mal los. Wie genau wird ein Rückruf ausgestaltet, gerade im Onlinehandel? Also was wird von Onlinehändlern erwartet? Kann man erwarten, die Marktüberwachungsbehörden, dass Onlinehändler wirklich genau wissen, welcher Kunde jetzt das Produkt gekauft hat, dass man also eben dann als Onlinehändler die Kunden direkt mit einer E-Mail anschreiben soll? Das ist ja im stationären Handel anders, ne? Da ist es ja quasi ein bisschen anonymer. Ja. Wie genau, also haben Sie da irgendwie Erfahrung, wie das beispielsweise im Onlinehandel genau aussehen soll? Ja, also da ist die Erwartungshaltung der Behörde. Die Behörde gibt regelmäßig ein Ergebnis vor. Und die Behörde sagt, beseitige die Gefahr. Klammer auf, wie du es machst, ist mir eigentlich egal, Klammer zu. Und dann, wenn man in den Diskurs geht, dann muss man muss halt auch darlegen der Behörde. Häufig wird man dazu aufgefordert, wie planen Sie den Rückruf? Was ist Ihr Ad-hoc-Maßnahmenplan? Was ist Ihr Maßnahmen? Und da hängt es immer auch so von der drohenden Gefahr ab. Wenn die Gefahr wirklich hoch ist und die gefährdeten Rechtsgüter sehr wichtig sind. Also ich sage mal ganz simpel, dort ist ein Produkt auf dem Markt, wo gefühlt jedes zweite dazu führt, dass man sterben kann. Völlig überzeichnet der Fall. Dann wird die Behörde sagen, ist mir völlig egal, wie du das machst. Sieh zu, das ist so schnell wie möglich. Ist es hingegen ein Produkt, was 1 Promille oder 1% mal zu einer simplen Stromschlag, der völlig Unschädliches führen kann, dann kann man sich auch viel mehr Zeit lassen, dann kann man langsamere Wege beschreiten. Dort ist nicht so viel, immer im Sinne der Gefahrenabwehr. Um auf die Frage zurückzukommen, das wird regelmäßig erwartet, dass man die Kunden dann auch kontaktiert, und zwar direkt kontaktiert. Und im Onlinehandel ist es sogar einfacher, eben als im stationären Handel, die Kunden, die potenziell gefährdet sind, zu kontaktieren. Und hier kommt häufig immer die Befürchtung eines Unternehmers, Händlers, wie auch immer, auf und sagt, oh, das ist ja mein Renommee total hin, das ist ja total schlecht für meine Publicity. Und da sagen wir immer, unserer Erfahrung nach, nein, das ist eine blöde Situation, die niemand haben will, aber Sie können aus dieser Situation auch total gestärkt hervorgehen, indem Sie deutlich machen, selbst in solch einer Situation, für die ich übrigens nichts kann, weil ich es nur zugekauft habe, bin ich
hochgradig professionell. Ich kümmere mich um dein Wohl. Mir ist Kundenzufriedenheit das Allerwichtigste, indem sie eine Art Krisenmanagement auch betreiben, dass sie dafür einen Prozess haben und die Gefahr schnellstmöglich beseitigen. Ich glaube, da kann man sich positiv abheben. Nicht umsonst sind die ganzen automotiven Hersteller mit gefühlt 1000 Rückrufaktionen im Jahr. Und das Unternehmen, was finde ich so das Paradebeispiel dafür ist, dass es nicht negativ hängen bleibt, ist doch IKEA. Ja, wenn Sie bei IKEA eben reingehen, hängen jedes Mal 10 Rückrufaktionen aus. Achtung, Billy ist wieder schief. Kallax fällt runter, keine Ahnung was. Also jetzt finde ich mir zählen. Aber keiner assoziiert das negativ mit IKEA, weil die sehr offensiv, sehr persönlich damit umgehen und nur das Interesse haben, die Gefahr zu beseitigen. Ja. Genau, ich glaube, wir können eine Slide weitergehen. Fragen? Im Chat sind keine, insofern denke ich, dass wir weitergehen können. Dann würde ich mit dem nächsten unangenehmen Thema weitermachen. Das ist die strafrechtliche Produktverantwortung. Also wir haben, um das uns nochmal zu vergegenwärtigen, hier einen Nutzer, dem ein Finger fehlt und der Verbrennung an der Hand hat. Also das ist ja eine ernste Sache, das ist kein Spaß, da hängt kein Billigregal schief, sondern das ist wirklich schlimm. Und wir haben auch festgestellt, dass bei 10% dieser Produkte es offensichtlich zu einer Rauchentwicklung kommt und die Produkte nicht in Ordnung sind. Insofern gibt es eben auch eine strafrechtliche Produktverantwortung, über die wir sprechen müssen. Im Strafrecht ist es grundsätzlich so, dass man erstmal nur für vorsätzliches Handeln haftet. So, es sei denn, das Gesetz schreibt ausdrücklich vor, dass auch Fahrlässigkeit mit Strafe bedroht ist. Das steht so im Gesetz. Was ist der Unterschied zwischen vorsätzlichem Handeln und fahrlässigem Handeln? Um das ganz knapp runterzubrechen, wenn ich fahrlässig handle, ist mein Vorstellungsbild als Täter, dass ich sage, naja, ich weiß irgendwie, dass das jetzt schwierig ist, was ich da mache, aber das wird schon irgendwie gut gehen. Dann handle ich fahrlässig, wenn das sozusagen meine Vorstellung von dem ist, was ich da tue. Vorsätzlich würde ich handeln, wenn ich sage, naja, und wenn schon. Also wenn ich das quasi billigend in Kauf nehme, dass was passiert. Hier, da hatten wir vorhin einmal schon bei der unerlaubten Handlung drüber gesprochen. Hier ist es ja so, dass der Geschäftsführer die ganze Zeit darüber im Bilde ist, was mit seinen Produkten los ist. Also er hat Kenntnis von der Rauchentwicklung, er hat Kenntnis davon, dass die Produkte zumindest in einem Bereich von 10% wohl nicht mehr funktionieren. Und da wird man drüber streiten können, ob das schon vorsätzlich ist oder noch fahrlässig. Jedenfalls fahrlässig wird es gewesen sein. Ich glaube, da müssen wir uns gar nichts vormachen. Es ist halt die Frage, ob man nicht sogar vorsätzliches Handeln hier annehmen könnte, wenn man einzig aus Kostengründen eben dieser Ursache auch nicht nachgeht und einfach quasi bewusst die Augen davor verschließt, was mit den Produkten, die man am Markt bereitstellt, als Quasi-Hersteller oder Importeur los ist. Wer ist eigentlich verantwortlich im strafrechtlichen Sinne? Es ist ja so, und das greift so ein bisschen auch diese Frage von vorhin auf, hafte ich immer oder wie ist das mit den Gesellschaftsformen? Im Strafrecht müssen Sie sich klar machen, dass man eine GmbH ja schlecht zu einer Freiheitsstrafe verurteilen kann. Also wie soll das gehen? Ja, die GmbH an sich können Sie nicht einsperren. Deswegen sieht das Gesetz in § 14 Strafgesetzbuch vor, dass es eine unmittelbare strafrechtliche Verantwortung der Geschäftsleitung gibt. Also wenn das Unternehmen als solches Straftaten begeht, dann hat dafür die Geschäftsleitung einzustehen und kann dafür grundsätzlich strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Es gibt dann noch Ausnahmen, das betrifft dann so Unternehmensgeldbußen. Das ist dann aber kein materielles Strafrecht im eigentlichen Sinne. Genau, insofern da gibt es auch eben dieses Sprichwort, als GmbH-Geschäftsführer oder als Geschäftsführer einer juristischen Person stehen Sie immer mit einem Bein im Knast. Das kommt daher, dass man eben diese unmittelbare strafrechtliche Verantwortung hat. Welche Straftatbestände kommen hier für die German Kitchen GmbH in Betracht? Das hängt eben so ein bisschen davon ab, ob wir hier von einem vorsätzlichen oder einem fahrlässigen Handeln ausgehen. Jedenfalls werden wir hier ja eine fahrlässige Körperverletzung haben, möglicherweise sogar eine vorsätzliche. Das wird so ein bisschen davon abhängen. Dann wird man auch noch Sondertatbestände möglicherweise in Bezug auf dieses Produkt prüfen können. Aber dass das hier eine Körperverletzung, ob vorsätzlich oder fahrlässig ist, lassen wir offen. Das ist, glaube ich, für uns alle erkennbar. Und es ist ja auch eine ganz erhebliche Körperverletzung. Also es fehlt ein Finger, es gibt schwere Verbrennungen. Ja, der hat sich nicht irgendwie die Schulter verdreht, sondern es ist schon ernst. Insofern darf man das immer nicht verkennen, dass da eben auch diese strafrechtliche Produktverantwortung
mitschwebt, wenn man gefährliche Produkte auf dem Markt bereitstellt. Gibt es dazu Anmerkungen oder Fragen? Das ist auch nur ein grober Überblick, aber es muss man sich einmal klar machen, dass man da eben unter strafrechtlichen Gesichtspunkten auch ein Thema hat. Genau, das finde ich insofern ganz wichtig, herauszuarbeiten, als eben bei solch einer Situation, sei es nur eine GmbH, ein GmbH, ein KKG oder was auch immer, auch wenn eine Gesellschaftsform offiziell nach außen auftritt und das Produkt vertreibt, es trotzdem sein kann, dass die Entscheidungsträger, sei es ein Geschäftsführer, möglicherweise auch hochrangige Abteilungsleiter in großen Unternehmen, die eine bestimmte, ein Quality Manager oder derjenige, der dafür intern berufen ist, dass auch die unter wirklich unglücklichen Umständen in den Fokus geraten können. Das darf man sich gar nicht zu blumig malen. Und das soll jetzt auch keine Überzeichnung sein. Das passiert nicht häufig. Ja, das will ich gar nicht sagen. Aber wir haben durchaus Situationen eben schon erlebt, wo dann plötzlich die Staatsanwaltschaft, in der Regel bei größeren Unternehmen, vor der Tür steht und sagt, wir würden uns gerne mal die Unterlagen hier alle angucken, ja, und die Räume angucken, weil wir Anlass haben zu glauben, dass hier möglicherweise Straftaten begangen worden sind, denn sie haben gefährliche Produkte auf den Markt bereitgestellt, sie wussten das und haben trotzdem nichts dagegen getan und jetzt ist jemand zu Tode gekommen. Ja. Das sind die krassen Beispiele, aber sie existieren halt auch. Bitte als Risiko identifizieren, wie Sie es bewerten, dass am Ende des Tages auch Ihre unternehmerische Entscheidung. Sind keine Fragen dazugekommen. Insofern dann würde ich weiter rauschen. Genau. Und nachdem wir jetzt nun die zivilrechtlichen, haftungsrechtlichen Aspekte uns angeguckt haben, die behördlichen Aspekte und die strafrechtlichen Aspekte, gibt es noch einen letzten Punkt, auf den wir aufmerksam machen möchten, nämlich den Aspekt der Versicherung. Ja, diese Risiken, über die wir jetzt heute sprechen, die können Sie auch in vielerlei Hinsicht auslagern. Ja, indem sie sich hinreichend versichern. Ja, das ist natürlich nicht umsonst, das ist mir völlig klar. Aber unter Umständen kann die Relation zu, sagen wir mal, Vermeidungsaufwand, Kosten für eine Versicherung zu potenziell drohendem Schaden angemessen sein. Und da gibt es verschiedene Versicherungen. Ihre Makler werden Sie dazu hinreichend informieren. Worauf wir nur hinweisen können, ist, dass regelmäßig Betriebshaftpflichtversicherungen oder auch Produkthaftpflichtversicherungen bei größeren Rückrufen, insbesondere bei Produkten, die irgendwo eingebaut und wieder ausgebaut werden müssen, nicht hinreichend sind. Denn auch eine Produkthaftpflichtversicherung regelt und schützt meistens nur das, ja, den Schaden selber, ja, aber nicht die Kosten, die eben erforderlich sind, wenn man einen Rückruf durchführt, ja, behördlicherseits angeordnet oder nicht angeordnet. Ja, das heißt, wenn Sie irgendwie mit allen korrespondieren müssen, Sie müssen Anwälte einschalten und so weiter, oder das Produkt ist irgendwo in einem, lassen Sie es im PKW eingebaut sein oder was auch immer, da muss es rausgebaut werden, reingebaut werden, Arbeitsaufwand, Materialaufwand, Transportaufwand und so weiter. Das wäre alles bei einer einfachen Produkthaftpflichtversicherung regelmäßig nicht versichert, sondern dafür bräuchte man eine zusätzliche Police, nämlich die Rückrufkostenversicherung. Insofern ist hier die Anregung, einmal objektiv zu evaluieren, ob Sie über einen hinreichenden Versicherungsschutz verfügen, mit Blick darauf, wie Ihr Business aufgestellt ist. Für viele wird eine einfache Produkthaftpflichtversicherung reichen, für viele wiederum aber auch nicht. Ja, da müsste möglicherweise eine zusätzliche Police abgeschlossen werden. Und wenn Sie mit Blick auf diesen strafrechtlichen Aspekt, dann gibt es auch noch zusätzliche Komponenten, Strafrechtsschutzversicherung, Strafrechtsschutzspezial, das sind die Schlagworte. Auch das kann man sich zusätzlich versichern, indem man eine Versicherung abschließt, die man dann ziehen kann oder die dann eintritt, wenn man auch ein strafrechtliches Thema als Geschäftsführer oder wer auch immer im wahrsten Sinne des Wortes an der Backe hat. Ja, das dazu. Genau. Es ist zwischendurch eine Frage aufgekommen, die würde ich aber gerne ans Ende stellen, weil sie noch auf andere Themen davor Bezug nimmt. Aber ansonsten würde ich ganz kurz die Rückfrage stellen, ob es zum Thema Versicherungen Fragen gibt. Wenn nicht, sind wir auch schon am Ende angekommen. Bevor wir jetzt gleich, ich würde noch einmal ganz kurz das Wort ergreifen wollen, in die offene Fragerunde starten, noch einmal ganz klar zur Formulierung. Es geht hier, oder uns ging es heute darum, Risiken aufzuzeigen, ja, die an verschiedenen Stellen bestehen. Ja, Sie sollen ein Gespür dafür bekommen, ein Problembewusstsein und auch eine Idee davon, wie man die möglicherweise in den Griff bekommt. Ja.
Und da gibt es eben diverse Möglichkeiten, wie beispielsweise Versicherungen. Und wie Sie dieses Risiko jeweils handeln, liegt natürlich in Ihren unternehmerischen Händen. Genau, das einfach nur noch mal als Ergänzung. Ich würde eine Frage aus dem Chat aufnehmen. Dort heißt es, wie verhält es sich rechtlich, wenn eine Bedienungsanleitung unberechtigterweise einem Artikel beigefügt wurde, wo überhaupt keine Bedienungsanleitung notwendig ist? Beispiel, einfaches T-Shirt, in der Verpackung liegt eine BDA bei, dass das T-Shirt der Schutznorm geprüft wurde. Also wenn wir Zwischenhände, okay, das ist eine Frage, da muss ich erstmal den Sachverhalt nochmal verstehen. Also ich verstehe so, das Produkt ist ungefährlich. Es handelt sich um ein T-Shirt. Da hatten wir übrigens mal einen Fall. Da war es ein Kinder-T-Shirt mit Pailletten. Und die haben sich gelöst und haben kleine Kinder das verschluckt. Da musste auch eine Rückrufaktion durchgeführt werden. Es war ein großer Retailer. Also ich, so wie ich den Fall verstehe, dürfte da jetzt nichts konkret drohen. Da haben sie ein Mehr geleistet mit der Bedienungsanleitung. Das dürfte eigentlich unschädlich sein. Dass in der Bedienungsanleitung gesagt wird, dass das T-Shirt einem bestimmten Norm entspreche, könnte allenfalls meines Erachtens gewährleistungsrechtliche Implikationen haben. Aber auch da würde ich mich mit der Formulierung behelfen wollen, die Anwälte gerne nehmen. Es kommt natürlich auf den Einzelfall an. Aber das wäre so meine vorsichtige Prognose auf Grundlage dieser skizzierten Schilderung. Es wird möglicherweise eine Eigenschaft suggeriert, die dieses T-Shirt tatsächlich gar nicht hat, ne? Das ist so ein bisschen das. Also so verstehe ich das. Achso, und jetzt gibt es den Einwand wegen PSA, okay. Und wie das dann, also angenommen, ich gehe dann als Verbraucher oder als Käufer davon aus, dass das T-Shirt diese PSA-Eigenschaften hat, obwohl es die nicht hat und dann, ja. Genau, PSA ist immer so ein großes eigenes Thema, Stichwort Konformitätsbewertung und so weiter. Das jetzt irgendwie zu beantworten aus der Hüfte, halte ich für schwierig und darauf sollten Sie sich auch keinesfalls verlassen, aufgrund einer rudimentären Schilderung. Da müssten wir im Zweifel mal in einen bilateralen Austausch gehen. Aber ein Shirt wird meines Erachtens nicht nur, weil ich es fälschlicherweise als PSA deklariere, zu PSA. Da muss man eher darauf aufpassen. Also Stichwort unberechtigte Kennzeichnung mit CE. Ja, ist auch ein potenzieller Straftatbestand. Ja, da muss man immer ganz genau gucken. Man darf einfach Produkte nicht irgendwie CE labeln, wenn es kein CE vorgesehen ist oder wenn es noch nicht mal das Konformitätsbewertungsverfahren durchlaufen hat. Da brauchen Sie einfach eine gewisse Sensibilität bei diesen Themen. Im Zweifel einmal genauer prüfen oder prüfen lassen und nicht so nach dem Motto, wird schon gut gehen. Denn ich sag mal, die Goldgräberstimmung, die bestanden hat, damals unter PSA im Sinne von Schutzmasken, ja, oder Covid-Tests, da sind einige unheimlich reich geworden. Einige sind aber auch wirklich in den Ruin geraten, weil man sich auf vieles verlassen hat, was aus China kam, irgendwelche gefälschten Zertifikate. Das ist immer ein heikles Thema. Da bitte lieber einen Blick mehr drauf werfen, vielleicht einen externen Dienstleister beauftragen, um das evaluieren zu lassen. Ich weiß, das kostet Geld, aber als Jurist würde ich Ihnen sagen, lieber im Zweifel eine Aufwendung mehr für Vorsorge als für Nachsorge. Ja. Vielleicht greife ich das nochmal gerne auf, weil Sie ja gesehen haben, da kamen auch schon viele Fragen zu dem Thema Bedienungsanleitung im Chat. Vielleicht können Sie da nochmal allgemein ein bisschen was zu dem Thema Bedienungsanleitung sagen. Also ja. Wo sind Bedienungsanleitungen überhaupt erforderlich? Wir hatten ja eben gerade diesen Fall, muss beispielsweise auf dem T-Shirt eine Bedienungsanleitung angegeben werden oder nicht? Also gibt es irgendwie Produkte, bei denen es gesetzlich vorgesehen ist? Und wenn ja, gibt es konkrete Anforderungen an Bedienungsanleitungen? Also beispielsweise die Sprache oder in welcher Form die zur Verfügung gestellt wird? Reicht es einfach nur einen QR-Code anzugeben oder muss es auf Papier gedruckt beigefügt werden? Können Sie da vielleicht was sagen? Das sind alles sehr, sehr tolle Fragen, die tatsächlich auch in der Praxis immer wieder auch an uns herangetragen werden. Um es ganz kurz zu sprechen, der Grundsatz ist, dass bei Verbraucherprodukten Bedienungsanleitungen beigelegt werden müssen. Der Gedanke, der dahinter steckt, ist folgender. Es soll dem jeweiligen Produktnutzer die Möglichkeit eröffnet werden, das Produkt gefahrlos zu nutzen. Natürlich ist es, Entschuldigung, wenn ich so sage, Blödsinn, wenn es ein T-Shirt ist. Ja? Aber beim Stabmixer wird man es mit Sicherheit machen müssen. Das ist also der Grundsatz. So funktioniert das Recht. Wir formulieren immer Grundsätze und dann gibt es Ausnahmen. Das ist der Grundsatz. Das steht auch so im Produktsicherheitsgesetz drin, dass Verbraucherprodukte grundsätzlich auch mit Bedienungsanleitung zu versehen sind. Und diese Bedienungsanleitungen müssen in einer Sprache abgefasst sein, dass sie für den Produktnutzer auch verständlich ist. In Deutschland ist das regelmäßig Deutsch. Man kann darüber streiten, ob auch Englisch geht. Ja, aber das sollte
in jedem Falle dasjenige sein, was Sie machen sollten. Vorsorglich würden wir immer anraten, mindestens Deutsch für Deutschland zu machen. Ich würde mich nicht nur auf Englisch verlassen. Das könnte ein Ansatzpunkt sein für eine Behörde zu sagen, du kannst doch nicht unterstellen, dass jeder in Deutschland Englisch spricht und eine Bedienungsanleitung möglicherweise mit Fachtermini versteht. Das kann man meines Erachtens nicht machen. Und in welcher Form? Es ist bis heute wohl so, dass das in einer verkörperten Form beigefügt werden sollte. Ja, also tatsächlich regelmäßig im Papier. Jedenfalls gilt das für sicherheitsrelevante Instruktionen. Alles, was den Komfort betrifft, das kann man womöglich auslagern und ausschließlich digital machen. Ja, aber alles, was die Sicherheit betrifft und die gefahrlose Nutzung eines Produktes, das sollte weiterhin körperlich bereitgestellt werden. Denn Sie dürfen unseres Erachtens nicht davon ausgehen, auch wenn wir das Jahr 2023 haben, dass jeder digital ein Digital Native ist. Ja, gucken Sie sich die alte Bevölkerung an, die wir haben. Allein diese Bevölkerungsgruppe und Schicht können Sie mit einem ausschließlich digitalen Produkt nicht abholen. Das Deutschland-Ticket zeigt es ja wieder, was für lange Schlangen wir vor irgendwelchen Schaltern haben, obwohl man sich das eigentlich nur runterladen muss. Ja? Oder die Grundsteuererklärung und sowas auch immer. Insofern sollten Sie es vorsorglich im Papier. Es gibt Bestrebungen für manche Produkte. Die Maschinenrichtlinie zum Beispiel sieht jetzt vor, dass zukünftig auch digitale Bedienungsanleitungen, zumindest die ersten Entwürfe, dass das gehen soll. Aber das ist die Ausnahme. Weiterhin würde ich zugrunde legen, vorsorglich Papier, oder in einer sonstigen, auf Dauer angelegten Verkörperung und so weiter. Ja, ja, so würde ich es machen. Danke. Wie gesagt, dieses Thema, das kommt auch bei mir tatsächlich immer sehr. Ja, glaube ich. Vielen Dank dafür. Ich lese dann jetzt aber auch mal die Frage aus dem Chat vor, die jetzt noch kam, nämlich zum Thema CE-Kennzeichnung, weil wir es ja gerade angesprochen haben. Mhm. Muss die CE-Konformitätserklärung aktiv Kunden zur Verfügung gestellt werden, beziehungsweise gilt das für spezielle Produkte? Ja, also Sie können sich vorstellen, dass aufgrund dieser wirklich unendlichen Weite von Produkten, da keine generelle Aussage möglich ist. Es ist unschädlich, sie bei jedem Produkt beizulegen. Sie sollte jedenfalls auf Anforderungen bereitgestellt werden. Ich würde es zumindest aktiv anbieten, die bereitzustellen. Das wäre das Minimum, was ich sähe, immer ausgenommen potenzielle Spezialregelungen für ein potenziell spezielles Produkt. Also ich weiß ja nicht, welches Produkt da im Hinterkopf steckt. Und auch wir können ja nicht alles für jedes Produkt auswendig, würden das dann auch nachschlagen. Aber sie muss da sein. Ja? Sie muss auch den Anforderungen entsprechen an eine Konformitätserklärung. Und sie muss auf jeden Fall auf Nachfrage auch herausgegeben werden. Ich würde es mindestens aktiv anbieten, wie auch immer in der textlichen Darstellung auf der Website oder wo auch immer, dass sie auf Anfrage natürlich bereitgestellt wird oder zum Download. Viele machen es ja so, dass man die einfach schon anklicken kann. Wenn man sich das Produkt anguckt, dann kann man das auch nochmal einsehen. Da, glaube ich, ist der Kreativität auch keine Grenze gesetzt. Wenn man davon Abstand nehmen möchte, ist jedes Mal aktiv beizulegen in Papierform. Also ich habe viel gelernt durch das Webinar. Ich habe jetzt eben gelernt, dass es ja eben Unterschiede gibt. Es gibt gewährleistungsrechtliche Ansprüche, es gibt Ansprüche nach dem Produktsicherheitsrecht, es gibt strafrechtliche Ansprüche. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten als Händler oder auch als Hersteller, sich beispielsweise irgendwelche vertraglichen Haftungsregelungen oder sowas auszudenken, dass vielleicht eben irgendwelche Ansprüche dann nicht mehr greifen? Also kann man beispielsweise Gewährleistungsrechte oder produkthaftungsrechtliche Ansprüche vertraglich ausschließen? Willst du, Johanna? Genau, also für das Produkthaftungsgesetz hatten wir das ja schon gesehen, das kann ich nicht abbedingen. Bei den anderen Ansprüchen ist es so ein bisschen, also Sie meinen wahrscheinlich durch AGB, ne? Also dass ich mir einfach allgemeine Geschäftsbedingungen überlege, da eine Klausel aufnehme, da muss man ein bisschen aufpassen, weil das eingeschränkt ist hier in Bezug zum Beispiel auf diese German Kitchen GmbH, also Verletzung des Körpers oder eben des Lebens, sowas können Sie nicht ausschließen, das geht nicht. Ja, also schwierig. Das ist tatsächlich sehr restriktiv. Und wenn wir dann nochmal die Unternehmerbrille absetzen und uns in unsere alltägliche Verbraucherrolle versetzen, dann ist es auch sehr in Ordnung, dass es so ist, dass man nicht einfach durch das Kleingedruckte sagen kann, und übrigens, wenn du einen Finger verlierst, hast du selber Schuld. Das geht aber, das deutsche AGB-Recht verbietet es regelrecht, dass man so etwas macht. Das Einzige, wo man überlegen kann, also Risiken können Sie auslagern über Versicherungen. Sie können Risiken auch insofern auslagern, vertraglich, indem Sie schauen, dass Sie
bei Ihrem eigenen Zulieferer möglichst gute vertragliche Regelungen vereinbaren. Zum Beispiel, dass der Zulieferer Ihnen nochmal zusätzliche Garantien verspricht für die Qualität des Produktes oder dass der Zulieferer selbst eine Produkthaftpflichtversicherung nachweist. Ja, das ist auch ganz üblich, wenn Sie mit großen Playern zu tun haben. Und da muss man mal gucken, wie groß ist eigentlich meine eigene Verhandlungs- oder Marktmacht, ja? Oder kann ich eigentlich erfolgreich Regress nehmen, wenn ich hier bei Ihnen im chinesischen Zulieferer einkaufe? Wahrscheinlich häufig schwierig. Dann könnte man überlegen, substituiere ich diesen Lieferanten? Bilde ich eine Einkaufsgemeinschaft oder hole ich mir möglicherweise einen Zwischenhändler im EWR? Ja, das sind ja alles so Überlegungen, die man machen muss, natürlich immer auf Kosten der Marge. Und da geht es häufig um ökonomische Aspekte, die da eine Rolle spielen. Das sind so alles, ich sag mal, Moves, wie man das Risiko einigermaßen gehandelt bekommt oder kleiner bekommt. Eine 100%ige Garantie gibt es natürlich nicht. Die hat man vielleicht, wenn man irgendwie Tier-One-Player ist oder große Automobilhersteller, dann diktiert man auch die Bedingungen. Ich nehme mal an, dass es hier seltenst der Fall ist, dass man diktieren kann. So muss man halt gucken, dass man smart andere Möglichkeiten findet, das Risiko so handelbar wie möglich zu gestalten. So, meine Kollegin hat darauf hingewiesen, wir haben noch 5 Minuten. Ich würde noch eine Frage, würde ich persönlich gerne nochmal stellen wollen. Und zwar das Thema, weil Sie es auch schon angesprochen hatten, quasi Produkte mit White Label. Also das hatten Sie gerade schon ein bisschen angesprochen, aber man sieht immer so entweder den Hinweis hergestellt für oder hergestellt von. Was genau sind das, was hat das für Aussagen, was hat das für Auswirkungen? Und Sie hatten ja schon ein bisschen gesagt, eben irgendwie, man kann da so ein bisschen so an der Stellschraube ein bisschen drehen bei diesen Formulierungen. Worauf sollte man da vielleicht am besten achten? Ja, am Ende des Tages, glaube ich, steckt dahinter das, was auch im Rahmen des Chats jetzt, glaube ich, gefragt wurde, wie mache ich dem Rechtsverkehr deutlich, dass ich zwar irgendwie doch meine Marke anbringen will, aber eigentlich will ich auch nicht als Hersteller haften. So, manchmal hat es ja auch markenrechtliche und urheberrechtliche Hintergründe, aber eigentlich versucht man auch so ein bisschen zu flüchten. Und auch da muss ich leider sagen, da muss man sich das Gesamtpaket angucken. Ja, also ich halte es nicht, oder andersrum, wir halten es nur für schwer denkbar, dass man zwar einen Stabmixer hat mit einem tollen German Kitchen Label, aber irgendwie bei der Verpackung links unten in der Ecke, ja, sagt übrigens hergestellt von, ja, finde ich schwierig. Das muss man sich so in der Gesamtkonstruktion angucken. Was aber möglich sein könnte und wohl dürfte, wäre, wenn man relativ prominent deutlich macht, zwar hier German Kitchen GmbH, aber Assembled by, was auch immer. Also da kann man durchaus Möglichkeiten finden, immer nur versuchend die Brille des Verbrauchers einzunehmen, des Produktnutzers. Wenn man sich das Produkt anguckt, wer ist jetzt nach meiner Wahrnehmung hier der Hersteller? Wer ist dafür verantwortlich? Ja, und diese Frage muss man sich immer stellen. Und da, in diese quasi Herstellereigenschaft kann man relativ schnell reinkommen. Das muss man einfach berücksichtigen. Und das ist das Risiko bei White-Label-Produkten eben. Dafür wird man aber auch mit dem Produkt in Verbindung gebracht. Das ist ja der Benefit aus dieser Geschichte. Deswegen macht man es ja auch. Ja, also dieses, ja, zum einen will ich irgendwie, dass ich als Hersteller wahrgenommen werde, aber ich will nicht wie ein Hersteller haften. Ist ja ein bisschen bipolar, ne, diese Vorstellung. Und das kann man rechtlich nicht komplett wegbekommen. Ja. Okay, also es ist letztendlich auch immer eine Einzelfallabwägung. Absolut. Ja, genau, das Produkt aussieht und dargestellt wird, muss man abwägen. Ja. Gut, okay. Da ist noch eine Frage im Chat, aber ich glaube, das sollte man im Nachgang dann nochmal bilateral erklären. Es kommen, wie gesagt, sehr, sehr viele Anfragen nochmal zur Bedienungsanleitung. eine Never-Ending-Story, glaube ich, dieses Thema. Wenn jetzt aber keine weiteren Fragen mehr kommen, würde ich mich jetzt ehrlich gesagt ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Die E-Mail-Adressen, wie gesagt, die stehen da ja unten. Das heißt, die Zuhörer können sich nochmal an Sie wenden. Wir werden natürlich Ihre E-Mail-Adressen auch nochmal in unsere Nachfass-E-Mail mit aufnehmen, sodass man sich dann eben nochmal bei Ihnen melden kann für nochmal Rechtsberatung oder detailliertere Fragen. Und wie gesagt, dann bleibt es nur übrig, mich bei Ihnen zu bedanken, bei den Zuhörern zu bedanken. Und ich hoffe eben, dass die auch so viel mitgenommen haben und gelernt haben wie ich heute. Und ja, dann wünsche ich allen einen schönen Tag. Vielen lieben Dank. Bis dann. Herzlichen Dank. Tschüss. Danke. Tschüss.